Hallo und herzlich willkommen in Kremstaler Hof, hier in Leonding, Oberösterreich. Kremstaler Hof ist ein Hotel, 4-Sterne-Hotel, und es hat leider kein barrierefreies Zimmer. Aber warum ich das Video mache, ist nicht, weil ich mich darüber beschweren will, dass es hier kein barrierefreies Zimmer gibt, sondern oder auch, weil ich über Kommunikation kurz sprechen möchte. Ich hab hier ein Zimmer, weil ich in meiner alten Schule einen Event moderiert habe, der am Abend stattfand. Und da habe ich dann gesagt zum Direktor, der mein ehemaliger Schullehrer war, dass ich mal bitte ein Zimmer checken soll, damit ich nicht dann von Linz nach Wien irgendwie spät in der Nacht noch fahren muss. Und er hat das dann gemacht. Die Schule ist eine Schule für körperlich behinderte Kinder, aber halt von 6 bis 15, 16. Und diesen Job macht er auch schon, also mittlerweile 30 Jahre. Und ich habe mir gedacht, ich sage ihm das und das muss passen. Und er fragt dann an, hier im Kremstaler Hof, der liegt gegenüber der Schule, ob sie da ein Zimmer haben, wo man im Rollstuhl reinkommt. Und sie sagen, ja, wir hatten schon Rollstuhlfahrer hier, die bei uns übernachtet haben. Aber wir haben keine rollstuhlgerechten Zimmer. Und wie es jetzt im Hintergrund, das Zimmer ist super. Der Kremstaler Hof ist eigentlich ein altes Gebäude mit einem super neuen fancy Zubau. Den haben sie erst vor 4 Jahren gemacht, also 2013. Und hier ist schon ein Punkt, wo ich sage, das ist nicht cool. Wir haben 2013 einen Neubau gemacht und haben kein barrierefreies Zimmer gemacht. Weil es gibt keine Auflagen dafür. Es gibt aber sehr wohl eine Auflage, die besagt, dass sie im öffentlichen Bereich eine barrierefreie Toilette machen müssen. Also das ist echt irre. Es gibt die Auflage, im öffentlichen Bereich eine barrierefreie Toilette zu machen, aber es gibt keine Auflage, wenn ein Hotel erweitert, umbaut oder neu baut, dass es barrierefreie Zimmer braucht. What the fuck? Wozu haben wir dann das Gleichstellungsgesetz, oder? Ich meine, es ist völlig irre. Anyway, es geht mir darum, das Zimmer, wenn ich das Zimmer gebucht hätte, wäre ich nicht hierher gegangen. Weil, wenn ich ein Zimmer buche, dann frage ich, ob es barrierefrei ist. Und wenn die dann sagen, ja, dann frage ich nur mehr noch, gibt es da auch eine Toilette und eine Dusche, in der man mit dem Rollstuhl reinkommt? Weil, es ist leider immer nur so, dass viele Menschen nicht wissen, was barrierefrei eigentlich wirklich bedeutet. Wie viele heißt es, barrierefrei ist, wenn man reinfahren kann, keine Stufen hat. Wenn ich jetzt bei einem Restaurant anfrage, ob ihr barrierefrei seid, dann kriege ich eine Antwort, ja. Dann frage ich noch, und wie schaut es mit den Toiletten aus? Dann kommt meistens die Antwort, ah ja, da gibt es eine Stufe, oder die ist im Keller, oder das ist ganz schmal. Also wenn ich sage, ich will wissen, ob ein Restaurant barrierefrei ist, heißt das für mich, kann ich da, als Rollstuhlfahrer wohlgemerkt, kann ich ebenerdig reinfahren? Oder gibt es eine Rampe? Oder einen Lift? Und das Zweite, was wichtig ist, gibt es Toiletten, wo ich reinkomme? Das ist barrierefrei. Bei einem Hotel ist es dasselbe. Kann ich ebenerdig reinfahren? Und gibt es im Zimmer einen entsprechenden Nassbereich? Wenn dem nicht so ist, ist es nicht barrierefrei. Aber für viele Menschen ist es nur nicht wirklich im Bewusstsein, was das Wort barrierefrei wirklich bedeutet. Und sie haben uns ja auch klar dazu sagen, barrierefrei ist natürlich schon wirklich scheiß kompliziert. Weil, wenn ich ein blinder Mensch bin, habe ich andere Anforderungen an Barrierefreiheit, als wie ich als Rollstuhlfahrer. Und wenn ich ein gehörloser oder ein schwerhöriger Mensch bin, habe ich auch wieder ganz andere Anforderungen an Barrierefreiheit. Das heißt, meine Videos hier und meine Anliegen zielen hauptsächlich auf Rollstuhlfahrer ab. Und auch hier wieder der Schwerpunkt, natürlich Elektrorollifahrer. Deswegen, es ist kompliziert, ich weiß es. Und das Spannende ist aber, dass es für einen Menschen, der jetzt seit 30 Jahren, nämlich der Lehrer, mit Menschen mit Behinderungen zu tun hat, für den auch nicht so ganz klar war. Aber ist auch logisch, weil er ja nur mit Kindern zu tun hat. Und für Kinder muss er jetzt er macht zwar Schulwochen und so Wienwochen und Sportwochen, und da muss er auch schauen, dass das alles barrierefrei ist.
Aber wenn du mit einer Gruppe Kinder unterwegs bist, ist es was anderes, als wenn du jetzt für Erwachsene einzelne Zimmer bestellst. Weil bei Kindern, du warst das halt dann schon nach 30 Jahren, diese Herberge hat so und so viel Zimmer, das passt. Die zwei Hauptpunkte, die ihr von dem Video mitnehmen sollt, ist, wenn ihr selbst Mensch mit Behinderung seid und ihr bestellt ein Zimmer, fragt wirklich nach, weil barrierefrei alleine, der Begriff genügt in den meisten Fällen nicht. Hakt wirklich detailliert nach und sagt, gibt's ein Klo, gibt's das, was halt ihr für eure Behinderung braucht. Und für nicht behinderte Menschen, Barrierefreiheit umfasst halt auch Essen, Trinken, Schlafen und Kacken, Duschen. Es ist nun mal so. Ja, und es ist halt kompliziert. Leider. So viel dazu. Der Abend übrigens, meine Moderation, war echt super. Ich werde vielleicht noch einen kurzen Vlog aus dem Instagram und Snapchat-Stories machen und hier posten. Und dann hier verlinken im Video. Bitte Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Schaut mal auf Instagram vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.